Hey Leute, willkommen zu einem weiteren kleinen Infovideo. Und ich wollte euch nur sagen, der Fortnite Trailer würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde mehr so einen Clip sagen. Eine Szene aus dem Live-Event wurde offiziell oder aus Versehen von Epic Games offiziell gepostet auf TikTok. Und das haben halt natürlich sehr, sehr, sehr viele kopiert und schnell verbreitet. Und jetzt kann Fortnite das nicht ändern. Und jetzt haben sie den Teil, beziehungsweise einen kleinen Teil von dem Live-Event, beziehungsweise dem Gesamten, was passieren soll. Aber ohne groß drum zu reden hier, schauen wir uns das mal einfach mal an. Ihr seht's, die Würfelkönigin hier unten in der Mitte, die ist immer noch in der Kugel, in ihrer Schutzkugel. Hier sehen wir den Durchgang, wo der Zero Point ist, so hier, dass da eine Lücke drin ist. Dann hier Weltall-UFOs, weil die Würfelkönigin und so weiter. Und jetzt berührt die Würfelkönigin das Wasser, explodiert. Anscheinend, weil das ihre Schwäche ist, keine Ahnung. Und die UFOs verschwinden auch. Und die Insel hat sich gedreht. Und wir sind offiziell dann in der Chapter 3. Ihr habt es gerade am Ende gesehen, aber wir gucken uns gerne nochmal. Würfelkönigin tot. Die Kippwelt ist weg. Ihr seht es hier, Fortnite Chapter 3. Und einfach ohne Scheiß, das ist geisteskrank. Und das war der erste Teil des Trailers, wo sozusagen das Live-Event jetzt passiert, wo wir halt ja jetzt wissen, wie die Würfelkönigin endet irgendwie so. Aber es gibt natürlich noch einen zweiten Szenenclip aus dem Trailer. Den suchen wir gerade mal. Warte. Genau, das. Ihr seht hier rechts das Fundament mit Agent Jones. Irgendwas ist am Explodieren. Also irgendwas explodiert. Wir wissen noch nicht was oder wo. Und dann sind wir plötzlich in einem Tunnel unter Wasser, habt ihr ja gesehen, irgendwie unter Wasser. Und dann sind wir plötzlich außerhalb der Karte. Das ist sozusagen der Voreffekt. Also irgendwas explodiert. Wir werden in einen Tunnel geschleudert, der voll mit Wasser ist. Und dann wachen wir auf hunderte Kilometer von der Insel entfernt und sehen, wie die gute alte Fortnite-Insel Chapter 2 zerstört wird und die Würfelkönigin mit ihrer Macht die Insel zerstört und wir auf die Flipside, also auf die spiegelverkehrte Seite kommen. Und ihr habt es gesehen, wir haben einen Wüstenbereich geteased bekommen. Also, das war sozusagen eigentlich schon alles gewesen. Like und Abo gerne dalassen. Kuss, Kuss, Kuss geht raus an alle von euch. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao.